Schmid, Claudia Schmid. Ich bin Schriftstellerin. Ich lebe in Seckenheim. Das liegt in etwa mittig zwischen Mannheim und Heidelberg. Schriftstellerin zu sein ist für mich der schönste Beruf auf der ganzen Welt. Es sind so viele Geschichten in mir, Geschichten erreichen mich und die will ich erzählen. Ich schreibe historische Romane. Mein allererster Roman handelt von Paul Fagius, der ist in Rheinzabern geboren, hat in Heidelberg studiert und später in Isny im Allgäu die erste hebräische Druckerei im deutschen Sprachraum errichtet. Mein zweiter historischer Roman hat Philipp Melanchthon zur Hauptperson, der hat ebenfalls in Heidelberg studiert und ist der zweite wichtige Mann neben Martin Luther der Reformation. Ohne ihn wäre die Reformation in der Form, wie sie stattgefunden hat, nicht denkbar. Zudem wird er Lehrer Deutschlands genannt. Außerdem schreibe ich Krimis, die sind humorvoll, haben aber auch einen ernsten Unterton. Genauso wie das Leben beides für uns bereithält. Es ist nie nur ernst und es ist nie nur lustig, sondern eben eine Mischung aus allem, bestenfalls. Covid-19 ist natürlich eine Katastrophe, auch für uns Künstler. Wir sind besonders betroffen. Das gesamte kulturelle Leben steht still. Es gibt keine Auftritte, keine Lesungen. Es fehlen die sozialen Kontakte, Eindrücke, Inspirationen. Die Heidelberger Literaturtage finden dieses Jahr im Netz statt. Ein weiteres Großereignis in der Metropolregion, bei dem ich Dauergast bin, sind die Festspiele des deutschen Films in Ludwigshafen. Auch das findet in der Art, wie wir es gewohnt sind, dieses Jahr nicht statt, sondern zum Teil im Netz. Es fehlen Eindrücke, Inspiration. Die Katastrophe, die dieses Virus verursacht, ist nur miteinander zu bewältigen. Und ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass dieses Miteinander, was wir uns jetzt erarbeiten, mit dem wir das gemeinsam meistern, erhalten bleibt. Bleiben Sie, bleibt ihr gesund.